Wien im Jahr 1404. Ich heiße Michel Steiner und kann mich seit heute Steinmetzgeselle in der Steinhütte von St. Stephan nennen. Mein Vater Hans arbeitete an der Stephanskirche, als der Bau des Südturms begann. Er war's, der mir das Schreiben lernte und diese Bögen vererbte. In meinen Notizen will ich beschreiben, wie dieser Turm emporwächst, der höchste Turm aller Zeiten werden soll. Die ersten Jahre des Baus kann ich nur aus Erinnerungen und Erzählungen berichten. Mit Vater war ich oft an der Baustelle. Er kannte sogar seine fürstliche Majestät Rudolf IV., der 1359 mit dem Bau der Heiligen Kirche begann. Zuerst machten sie die Fundamente, tiefer als zwei Klafter unter der Erde. Dazu mischten sie Zement und Kies und gossen daraus große Platten. Opus cementitium ist schon seit den Römern bekannt. Und dann begann der Turmbau. Im Jahr 1382 hatten sie schon mehr als 8 Klafter hoch gemauert. Seine Majestät hat das nicht mehr erlebt. Vater sagte, er starb im Jahre 1365 an einer schweren Krankheit. Im Jahr 1386 wurde ich geboren, in der Wohnung am alten Fleischmarkt, die ich mittlerweile geerbt habe. Meine Mutter starb bei der Geburt meiner Schwester. Damals war ich 7 Jahre alt. Als Knabe habe ich Vater oft zur Stephanskirche begleitet. Immer wollte ich im Rad laufen, mit dem große Steine auf das Gerüst gehoben wurden. Im Jahr 1403 war der Turm bereits höher als die Mauer der Kirche. Jahr 1404. Vater wurde krank und starb geschwind. Als 18-Jähriger bin ich Bürger Wiens und nun als Geselle in der Steinhütte von St. Stephan eingestellt. 1407. Es gibt kaum Arbeit. 1408. Keine Arbeit. Streitereien zwischen Handwerkerkollegen und Ratsbürgern. Herzog Ernst ließ 5 enthaupten. Sogar der Kirchmeister Hans Moosbrunner ist eingesperrt worden. Jetzt ist er wieder frei. Die Leichen habe ich bei den Fundamenten gesehen. Mich interessiert wenig davon. Ich habe heute Helene kennengelernt. Sie verkauft am Kohlenmarkt. Ich möchte sie heiraten. 1409. Wir bauen am Südturm weiter. Unser neuer Kirchmeister heißt Kaufmann. Wir machen Wimperge, die über dem ersten Geschoss verbaut werden. Der Schmied wird dafür große Dübel machen. So bearbeite ich einen Stein für ein Profil. Angesprochen, rufe ich meine Kollegen zur Bankhilfe. Hans Pehem und André Kremnitzer kommen dann herbei und heben den Stein mit mir auf die Bank. Dann sage ich, obligiert! Zuerst übertrage ich die Schablone auf den Margaretner Sandstein. Ich muss Achsen einzeichnen, damit alle Teile später genau aufeinander passen. Mit dem Sprengeisen entferne ich überschüssiges Material. Mit Zahn- und Schariereisen wird die Oberfläche abgeflacht. Mit dem Spitzeisen werden größere Stücke entfernt, um näher zur Form zu kommen. Die Form kann mit einem Zahneisen verfeinert werden. Mit einer Feile schleife ich das fertige Profil. Das ist mein Steinmetzzeichen. Es ist mein Erkennungsmerkmal. 1410. Die schreckliche Pest ist in Wien. Für uns ist das auf arge Weise nützlich. Wir haben keine Geldsorgen mehr. Viele Bürger stiften ihren Besitz unserem Kirchenbau. Jede Stunde bete ich zu Gott. Fromme Bürger spenden der Kirche nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre Leiber, die bei den Fundamenten begraben werden. Wir leben und sterben für unsere Kirche. Heute ist Helene gestorben. 1412. Wir arbeiten am Glockengeschoss. In den Turm werden 4 Lärchenstämme eingemauert, die Schwingungen vom Läuten der Glocke abfedern sollen. Das Glockengeschoss ist fertig. 1417.
Wir arbeiten am komplizierten Oktogongeschoss. Hier geht der Turm von einem viereckigen Plan in einen achteckigen über. Dieser Wechsel wird durch eine Anordnung von Pfeilern verborgen. Ich meißle 12 Schneckenstücke und unzählige Wimpergstücke. 1422. Es gibt weniger Arbeit. Wir haben den Turm eingedeckt. 1427. Wir beginnen mit dem wunderschönen, feinen Helm. Wir machen dafür hunderte Stücke. 8 Seiten des Turmhelms werden wir 176 Krabben einbauen. Durch die Krabben schaut der Turm aus der Ferne so fein aus. Sie sind auch eine Steighilfe. 10. Oktober 1433. Die Spitze haben wir heute auf den Südturm gesetzt. Wir alle hatten die Kreuzblume in Händen. Mit dem großen Kran haben wir sie hinaufgehoben. Mit Meister Hans Prachatitz ist es vollbracht. Das ist der höchste Turm aller Zeiten. Ich lobe Gott, ich denke an Vater Hans, an Helene und trinke mit den Gesellen und Meister Hans den besten Wein. Ich war in der Kirche und habe unser Werk beschaut. Die Kirche öffnet sich rechts, sodass sie das Untergeschoss vom Südturm zeigt, währenddessen nördliche Pfeile die Mauer stützen. Sowohl Kirche als auch Turm könnten alleine stehen. Doch nur durch den Turm ist St. Stephan wahrhaftig und der Turm ist nur durch St. Stephan vollkommen. Wie ein stolzer Sohn der heiligen Kirche strebt er gen Himmel. 1434. Heute hat der Dachstuhl der Nachbarn gebrannt. Mit Fahnen und Schall warnten Wächter und Trompeter vom Südturm vor dem Feuer, sodass man es früh löschen konnte. Der Turm hat viele Nutzen für Wien. Die Glocken kündigen Messen und Feiertage an. Eine mechanische Schlaguhr zeigt die Stunden. Oktober 1434. Das ist mein letztes Blatt. Ich bin ein alter Mann. Die Arbeit am Turm spüre ich auf all meinen Gliedern. Bald werde ich sterben. Als Steinmetz von St. Stephan gelebt und den Turm vollendet gesehen. Gottes Gnade! Ich stelle mir Fragen. Wird der Turm in Ewigkeit stehen? Und wird er noch immer als höchster Turm die Bürger Wiens überragen? Werden in hunderten Jahren noch Meister und Gesellen an St. Stephan arbeiten? Wie einst mein Vater am Sterbebett wünsche ich mir das heute. Michel Steiner.